Hallo und willkommen zu einem zweiten Vlog hier in meinem Kanal. Ja, nachdem ich im letzten, ich glaube Herbst war es, mal ein Vlog gemacht habe vom Korbacher Tennisturnier und das bei euch ganz gut angenommen wurde, habe ich mir gedacht, jetzt wo es wieder geht und wo die Tennissaison wieder losgeht, mache ich mal einen Vlog von meiner Saison. Die geht morgen los mit einer Aushilfe bei unserer zweiten Herrenmannschaft bei der ST Lohfelden. Wir werden in der Herren 30 Hessenliga spielen. Und da habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal mit, denn wir wollen das Ganze schön verbinden mit einem tollen Tag in Kassel heute. Wir haben bestes Wetter und es kann endlich wieder losgehen. Endlich kann wieder auch Turniertennis gespielt werden und Mannschaftssport wieder betrieben werden. Und ja, nach der ganzen Corona-Zeit bin ich ein bisschen gespannt, was da jetzt passiert. Wir werden heute in Kassel übernachten und morgen ist dann das Spiel gegen Kronberg. Da könnt ihr euch einen kleinen Eindruck machen von dem Spielniveau. Und ich kann euch vielleicht ein bisschen was erzählen, wie ich so die Mannschaftsspiele bestreite. Also seid dabei und los geht's, ab nach Kassel. Wir sind on the road nach Kassel. Ja, am schönen Kassel, 60 Kilometer von da, wo wir wohnen. Ja, und ich sage heute ein Bier, denn ich habe heute Verstärkung dabei. Meine Freundin ist dabei, die Nina. Für die, die es noch nicht wissen, ich spiele eigentlich in der Herren 30 Bundesliga für die ST Lohfelden. ST Lohfelden, Lohfelden ist ein kleiner Nebenort von Kassel. Und ja, der Mannschaftsführer unserer Herren 30 Bundesliga-Mannschaft hat mich gefragt, ob ich Interesse habe, bei unserer zweiten Mannschaft auszuhelfen an diesem Wochenende. Und ja, ich habe mir halt gedacht, okay, das machst du, weil die Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Ich habe seit 2 Jahren eigentlich kein richtiges Spiel mehr gemacht durch Corona und ich bin auch kein Turnierspieler, weil ich dafür leider nicht so die Zeit finde. Ja, jetzt machen wir uns einen schönen Tag und nehmen euch mit. Wir sind in Kassel angekommen und jetzt geht's erstmal shoppen. Findest du eigentlich Kassel eine schöne Stadt, Nina? Ich habe ja selber jahrelang hier gewohnt und von daher habe ich mich hier sehr wohl gefühlt. Es gibt sehr schöne Ecken, die man erstmal entdecken muss. Aber ja, Kassel ist an sich ein schönes Städtchen. Naja, ich bin immer noch so geteilter Meinung. Auf jeden Fall, die Parkgebühren gehen hier voll klar. Ja, 3 € für 3 Stunden. Ich glaube, wir waren neulich in Köln, da war das ganz anders. Ja, jetzt erstmal ein bisschen shoppen gehen und danach, wir haben 3 Stunden Zeit und danach geht es ins Hotel schon, weil unser Corona-Test ist nämlich nur 24 Stunden gültig und dann müssen wir eingecheckt haben. Und das Hotel, da freue ich mich extrem drauf, denn das hat uns heute unser Mannschaftsführer organisiert, gesponsert. Und das ist der absolute Hammer. Der hat eine Suite für uns gebucht. Und wir sind eigentlich sehr bescheidene Leute und das hätte wirklich nicht sein müssen. Wir wollten eigentlich irgendwo unterkommen, aber ja, jetzt ist es eine Suite geworden. Das nehmen wir natürlich auch gerne an. Ja, und dann geht auch dann ein bisschen Vorbereitung auch für das Spiel morgen. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Kronberg, ein starker Gegner. Ein paar Leute von denen kenne ich sogar noch aus meiner Jugend. Und ich bin mal gespannt, ob es morgens ein oder andere Wiedersehen gibt mit einem alten Bekannten. Also ja, das finde ich immer ganz cool, wenn man dann Leute sieht, mit denen man früher in der Jugend gespielt hat. So, und jetzt gibt es erstmal neue Klamotten. Shopping-Tour beendet. Wir waren erfolgreich. Läden rappelvoll, absoluter Wahnsinn. Also ich kann das meistens auch nicht länger als eine Stunde. Dann reicht es aber auch. Wir gehen jetzt noch schön was essen und dann müssen wir ins Hotel. Ich bin schon total gespannt auf das Zimmer. Das erste Mal eine Suite.
bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Jetzt angekommen und absoluter Geheimtipp, wenn ihr in Kassel mal seid. Das mache ich eigentlich jedes Mal. Schön im Peter Pane Burger essen. Wenn ihr mal in Kassel seid, lasst euch das nicht entgehen. Beste Burger in town. Wir sind auf dem Weg zum Auto. Peter Pane war mal wieder extrem geil. Ich hatte mal wieder den Triple Cheese, glaube ich. Und drei Käse hoch, genau. Und Nina, du hattest? Den Trüffelburger. Den Trüffelburger, ja. Immer wieder geil. Ich feiere den Laden extrem, wenn ich in Kassel bin. Und das ist ja so ein Franchise-Unternehmen. Das heißt, wenn ihr den mal in eurer Stadt seht, probiert es mal aus. Wir fahren jetzt zum Hotel, einchecken. Wir haben extra jetzt nicht so viel gegessen, weil wir nachher noch mit der Mannschaft essen wollen. Also nicht mit der gesamten Mannschaft, aber mit einem Teil davon. Bisschen EM gucken und dann den Abend ausklingen lassen. So, wir haben ja unser Hotel im Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe. Und jeder, der mal in Kassel gewesen ist, der sollte auf jeden Fall mal sich den Herkules anschauen. Und den sieht man jetzt, wir fahren gerade drauf zu. Den sieht man jetzt da oben ganz schön und da werden wir nachher nochmal hinfahren und da hat man einen super geilen Ausblick über die ganze Stadt. Das lohnt sich auf jeden Fall und muss jeder mal gesehen haben. Angekommen in unserer Suite, wirklich extrem geil, ja, habe ich so noch nie gehabt und ja, auf jeden Fall schon mal fetten Dank an den Markus, das zu organisieren. Schatzi hat auch irgendwas entdeckt. Alexa, spiel Champagne Shower. Wir haben eine eigene Alexa, ja, sehr geil, die nicht funktioniert, also alles wie bei uns auch. Ja, wir machen uns jetzt ein bisschen frisch und dann geht's, glaube ich, zum Herkules, ne? Das wollten wir machen. Was machst du da? Ein Speech haben wir sogar auch. So, wir sind am Herkules angekommen. Das ist auf jeden Fall eine absolute Sache, die man mal in Kassel gemacht haben muss. Einfach mal hier hochfahren, dann von oben eine tolle Aussicht, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Und da lassen wir die Bilder einfach mal für sich sprechen. So, ganz tolle Aussicht von oben auf jeden Fall und jetzt gehen wir einfach mal ein paar Stufen runter, weil es heißt ein paar Stufen, ist ganz gutes Konditraining für morgen. Ja, hier kann man nämlich dann bis nach ganz unten runterlaufen. Ist irgendwie lustig, jeder der irgendwie hier uns entgegenkommt, ist ziemlich außer Puste. Ja, alle am Schnaufen. Ja, naja gut, um meine Kondition ist es im Moment nicht so gut bestellt, aber ja, ich bin mal gespannt, wie ich nachher oder wie wir nachher hier aussehen werden. Genau das hier ist die Stelle, wo ich mich eben lustig gemacht habe über die Leute, die schnaufend hier hochgegangen sind. Das ist wirklich heftig. Aber es lohnt sich. Und man hat ein bisschen Fitnesstraining gemacht. Ja, Schatzi, was schätzt du, wie viele Stufen sind es von unten nach oben? Oh, ich weiß es nicht. 600. Ja. 600 sagst du, ich sag, das sind mehr. Auf jeden Fall, wenn ich Trainer in Kassel wäre, ich
würde Straftraining hier machen. Straftraining. Ja, machen auch viele. Ja, machen viele. Mhm. Ich glaube, Fußballverein oder irgendwas. Ja. Also es ist echt heavy. Also hoch und wieder runter. Und am besten dann im Lauf, ja, also Sprint nach oben. Dann weiß man, was man gemacht hat. Der Herkules. So, die letzten Stufen geschafft. Wir schauen mal, wie es Nina geht. Tippitoppi. Tippitoppi, ja. Nina ist auch Fitnesskauffrau, Gelernte. Hat hier in Kassel lange Zeit in einem Fitnessstudio gearbeitet. Insofern kann sie das eher als ich. Vielleicht mal ein kleiner Ausblick für morgen, zum Thema eben halt auch zu kommen, zum Tennis. Also mein erstes Spiel nach 2 Jahren. Ja, es ist immer bei mir relativ schwierig. Ich bin ja hauptberuflich auch Webdesigner von Beruf und mit meinem ganzen Tennistraining ist es für mich immer auch schwierig, für mich selber zu trainieren. Daher habe ich erstmal überhaupt keine Erwartung für morgen. Versuche das so ein bisschen mit Spielpraxis, ein bisschen Spielpraxis zu sammeln und einfach Spaß zu haben. Also für mich geht es in diesen Mädenspielen in erster Linie um natürlich einen guten Wettkampf. Das ist sportlich für mich wichtig, dass ich noch sportlich auf einem relativ hohen Niveau spielen kann. Und das ist mit der Bundesliga auf jeden Fall der Fall. Und auch mit der Hessenliga. Also ich erwarte morgen wirklich ein schwieriges Spiel und auch einen sehr guten Gegner. Und da kann jeder Tennis spielen, wenn man dann eben auch gegen einen Gegner spielt, der eben durchweg trainiert und auf Turniere fährt und so weiter. Dann kommt man natürlich irgendwann an seine Grenzen, aber das ist mir auch bewusst. Und das sind so meine Erwartungen für morgen. Immer so vom Abend vorm Spiel bespanne ich immer noch Schläger. Das habe ich jetzt schon zu Hause gemacht. Und vor allen Dingen immer ganz wichtig, neues Griffband. Finde ich fast noch wichtiger als die Zeit, dass der Schläger gut in der Hand liegt. Und ja, vielleicht ein paar Infos zu euch für den, was ich spiele. Ich spiele einen Head Speed MP. Spiele schon seit Jahren den Speed. Insofern war ich immer recht zufrieden. Habe angefangen mal mit der Pro-Serie und bin irgendwann zum leichteren MP gegangen. Und bin sehr zufrieden mit dem Schläger. Seite ist eine Head Lynx, die ich spiele. Tolle Spin-Seite, wie ich finde, geht mega was raus. Habe auch eine Weile mal die Lyxilon 4G gespielt. Aber jetzt in der Saison will ich es einfach mal mit der versuchen. Und ja, somit bin ich jetzt ganz gut vorbereitet. Ja, hoffe, dass natürlich auch mein Körper durchhält. Das ist ja leider nicht ganz selbstverständlich. Vor vielen Jahren mal einen Bandscheibenvorfall gehabt und habe ihn natürlich auch noch in der HWS, in der Halswirbelsäule. Also ich habe ihn nicht operieren lassen. Und das ist immer bei mir halt auch vom Körperlichen immer eine Frage, wie das so passt. Jeder, der mal einen Bandscheibenvorfall hatte oder hat, weiß, wie das ist. Immer eine Schwachstelle bei einem Spieler, gerade beim Tennis mit den Drehungen und Rotationen. Zuletzt hat das mit der Bandscheibe eigentlich immer ganz gut geklappt. War relativ wenig verletzungsanfällig, aber ihr kennt das ja, deswegen spiele ich auch Herren 30. Im Alter ist es dann so, dann gibt es das ein oder andere Wehwehchen und da muss man einfach durch, wenn man dann da weiterspielen will auf einem guten Niveau. Da muss man eben das ein oder andere auch hinwegsehen und ja, bin da ganz guter Dinge. Hoffe, konditionell passt. Morgen soll es extrem warm werden, 30 Grad. Ist eigentlich so mein Wetter, also ich habe damit eigentlich kein Problem, auch Tennistraining zu geben in einer starken Hitze oder so, ist eigentlich für mich kein Problem. Ja, dann bin ich gespannt auf morgen und jetzt machen wir uns noch einen schönen Abend. Guten Morgen aus dem Schlosshotel. Ja, wir hatten eine ganz tolle Nacht gehabt. Es war wirklich entspannt und super gute Betten und ja, Nina ist auch ein wenig müde. Wie hast du geschlafen? Oh, wunderbar, wie eine Prinzessin. Ja, war wunderbar. Und so im Nachgang, jetzt gehen wir zum Frühstück, können wir das Schlosshotel auf jeden Fall mega empfehlen. Auch die Suite war sehr schön. Mir persönlich würde vielleicht so ein bisschen der Balkon fehlen, aber das ist, glaube ich, meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, das wurde uns heute gesponsert und ja, das war wirklich alles in allem ein tolles Erlebnis. So, dann geht's gleich zur Anlage. Muss erste Runde spielen, habe ich gestern gar nicht so gecheckt. Kommt mir eigentlich gar nicht so entgegen, aber naja, vielleicht gar nicht so schlecht bei den Temperaturen. Ihr seht es im Hintergrund, es wird mega warm heute. Ich selber mag erste Runde nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr könnt es ja mal in den Comments schreiben. Außerdem musste ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen, jetzt hier an die 9 Uhr Startzeit. Ist für mich doch relativ ungewohnt, weil in der Bundesliga geht es meistens immer erst um 14 Uhr los. So, frisch gestärkt mit einem tollen Frühstück. Also muss ich ja sagen, wenn die deutschen Hotels wirklich eine Sache richtig gut können, dann ist es das Frühstück. Ne? War für alles da.
Nina ist auch satt geworden. Mm. Ja, die haben das toll umgesetzt, auch mit Corona-Regeln, dass man da so einen Baumwollhandschuh bekommen hat. Und ja, das war schon etwas ungewohnt, aber gut gelöst. Also gab von allem, ne? Meerkornbrötchen, Vollkornbrötchen, normale Brötchen, wie man es eben halt von deutschen Hotels so kennt. Gerade von 4-Sterne-Hotels, Ei, Omelett, alles dabei. Also war wirklich extrem lecker. Kurze Spielanalyse von mir. Also, was gibt es zu sagen? Also, Endstand war, glaube ich, 6-2, 6-3. Ich selber bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Leistung. Es war eigentlich so das klassische Spiel, wenn man 2 Jahre nicht mehr gespielt hat. Also, ich habe mich sehr schwer getan. Was gar nicht ging, war der Aufschlag, aber ich habe versucht, gut reinzukommen. Ich habe ein bisschen von den Fehlern profitiert von meinem Gegner. Der hat in dem ersten Satz relativ viel kurze Bälle gespielt, was mir auch ganz gut entgegenkam, und dann konnte ich dann mit meinem druckvollen Spiel ganz gut punkten. Ergebnis ist definitiv, spiegelt nicht so ganz den Spielverlauf wieder, also es war dann doch ein bisschen enger. Hatte ein 5-0 gehabt im ersten Satz und dann hat er sein Spiel umgestellt, kam ein bisschen besser rein, und ja, ich muss sagen, ich habe ganz schön mit der Kraft zu kämpfen gehabt, also man merkt schon, 2 Jahre kein Spiel mehr gemacht, und dann ist es natürlich auch schwierig, so, ich sag mal, die Performance zu halten. Trotzdem sehr gut retourniert über das ganze Spiel hinaus. Nach dem 5-0 kam er auf 5-2 ran. Im zweiten Satz hat er eigentlich auch besser gespielt. Ich habe dann ja ganz gut retourniert weiterhin. Aufschlag war weiterhin eine Katastrophe. Aber alles in allem ging es darum, Spaß zu haben, Matchpraxis zu sammeln. Und ja, das ist mir ganz gut gelungen. Ich habe mich durchgebissen. Ja, worüber ich auf jeden Fall noch ein Wort verlieren möchte, sind diese hier. Ja, das war so mein erstes Spiel mit den neuen Wilson Trinity Bällen. Also wir haben sie im Training, habe ich sie 3-4 Mal gespielt und fand sie auf den ersten Blick eigentlich gar nicht schlecht. Kam mir eigentlich oder kommt mir eigentlich entgegen, dass der Ball ein bisschen höher abspringt. Allerdings jetzt so im Match habe ich dann doch gemerkt, also da kommt einfach nichts raus. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, also das ist der neue Umweltball. Idee ist glänzend, super, genial. Also wenn wir überlegen, wie viel Plastikmüll wir mit Tennisbällen, Tennisballdosen im Jahr machen, dann ist das auf jeden Fall der richtige Schritt. Allerdings die Umsetzung ist doch noch relativ mangelhaft, wie ich finde. Also ja, man hat das Gefühl, man knallt auf die Bälle drauf und die eiern irgendwie. Das Geräusch ist natürlich gewöhnungsbedürftig, da drucklos. Und ja, also ich habe das Gefühl, es kommt nichts raus aus den Bällen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Ball gemacht? Schreibt es mir nochmal unten in die Comments. Also auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Nur an der Performance, glaube ich, muss Wilson hier noch auf jeden Fall irgendwie ein bisschen nachlegen. Ja, in der Bundesliga wird, glaube ich, mit dem DTB Pro gespielt von Wilson. DTB Official, irgendwie sowas. Da freue ich mich ganz ehrlich wieder drauf, weil das war heute doch wirklich etwas, ja, etwas gewöhnungsbedürftig.
auf dem Center Court läuft jetzt das Spitzeneinzel vom Martin Boule Noir. Der Bulli auch genannt. Ja, Bulli ist auch Herrenspieler, der Herren-30-Spieler von der Bundesligamannschaft. Ja, über ihn gibt es doch eine coole Story zu erzählen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn man sich coacht, ja, auf dem Platz, dann setzt sich eben einer der Mannschaft dann eben mit auf die Bank. Und beim Bulli, der braucht einfach nichts, da braucht man einfach nichts sagen, sondern dem soll man immer einen Witz erzählen. Ich sag, ich entscheide halt, wer die Punkte macht. Ja. Brauch ich dir heute gar keinen Witz erzählen. Hast so geschafft. Irgendwas Schönes denken. Was ist denn jetzt, wenn du an was Schönes denkst? An was denkst du denn da? An die Bootsfahrt gestern. So ein schönes kaltes Heineken. Kaltes Heineken und eine gute Bootsfahrt. Spaß haben, ja, das ist das Wichtigste. Tu etwas. Ein Hoch. Tu etwas. Oh. Der Käsefuß. Da kommt der Käsefuß. Je mehr es schwingt, desto mehr drücke ich. Nina hat Spaß mit meinem Käsefuß. Köstlich. Köstlich. Aktueller Zwischenstand, unsere Nummer 1, der Bulli, ich und die Nummer 5 haben gewonnen. Und das heißt, wir haben ein 3-3 nach den Einzeln und jetzt kommt es wie so häufig auf die Doppel an. So, wir haben jetzt überlegt, Kronberg hat gute Doppelspieler, es wird ziemlich schwierig. Aber wir hauen uns natürlich jetzt nochmal rein und dann hoffen wir, dass wir das Ding nach Hause nehmen. Ja, ich habe mit dem Andrasch gespielt. Andrasch, auch ein alter Bekannter aus der Jugendzeit. Und er spielt jetzt zweieinhalb Jahre hier in Dofelden. Und ja, war schön, ihn wiederzusehen. Wir haben ja unser Bestes versucht. Hat man, glaube ich, auch im ersten Satz gesehen. Wir haben 0-5 hinten gelegen direkt und haben uns dann aber super reingekämpft. Sind auf 5-4 rangekommen und ja, dann haben die Gegner ganz gut aufgeschlagen. Und dann war der erste Satz weg. Im zweiten haben wir uns super gesteigert. Der ging 6-2 an uns. Wir haben versucht, ein bisschen mutiger zu spielen, haben auch unsere Taktik ein bisschen umgestellt und
ja, dadurch haben wir uns wieder ganz gut reingekämpft und ja, dann Match-Tiebreak. Ja, das ist halt, ja, da ist es halt wichtig, vom Start einen guten Start wegzuhaben. Und das hatten wir leider ja bis zum 3-3 und dann haben sie ich selber muss mir da ein paar Vorwürfe machen, jetzt zwei Fehler gemacht, einen Doppelfehler dabei und zwei einfache. Und dann waren die halt 2-3 Punkte weg und dann ist es halt im Match-Tiebreak immer schwierig, wieder ranzukommen. Ja! Yeah! Stark! Das war ja eine Reaktion. So, die Doppel haben wir geschafft. Erstmal das Wichtigste vorweg. Wir haben Gott sei Dank gewonnen. Also einen Endsieg geschafft und 5-4 ist am Ende ausgegangen. Unser erstes und das dritte Doppel hat gewonnen. Wir haben leider verloren. Kronberg, super Mannschaft, waren alle nett durch die Bank weg. Nett und fair und wünsche euch natürlich auch noch viel Glück in der Restsaison. Und ja, vielleicht sieht man sich bald mal wieder. Und jetzt wird erstmal, glaube ich, noch eine Kleinigkeit gegessen. Vielleicht noch ein Bierchen getrunken. Vielleicht auch nicht, ich muss ja noch zurückfahren, muss ich mal schauen. Und ja, dann gibt es noch so ein Abschlussstatement auf der Rückfahrt. So, home sweet home. Wir sind gerade wieder ins Waldecker Land gefahren und ja, sind in einer halben Stunde, 20 Minuten zu Hause. Ja, summa summarum war es ein tolles Wochenende. Wir sind schlagkaputt. Jeder, der mal so ein ganzen Tag auf dem Tennisplatz verbracht hat bei 30 Grad und selbst gespielt hat und so weiter. Ja, der weiß, wovon ich rede. Danach ist man wirklich früh im Bett. Das wird auch heute so sein. Und ja, also es war mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, mit dem Video konnte ich vielleicht ein paar Eindrücke machen, was man eben auch machen kann, wenn man ein Auswärtsspiel hat. Ich meine, es war jetzt für Estelofelden ein Heimspiel, aber für uns ist es ja auch quasi dann auch eigentlich ein Auswärtsspiel. Häufig kriege ich das dann eben so mit, dass teilweise Mannschaften gar nicht aufsteigen wollen, weil sie nicht so weit fahren wollen. Und ja, kann ich alles verstehen. Es ist zeitintensiv alles, so diese Medenrunde. Es geht ein ganzer Tag natürlich immer drauf, oder manchmal auch ein ganzes Wochenende. Aber man kann es ja auch kombinieren, ja, so wie wir es dieses Wochenende gemacht haben. Und mir macht das halt mega Spaß. Das ist das, was für mich Tennis, dieser Mannschaftssport, ausmacht. Einfach eben nicht nur den Spieltag, sondern eben auch das Ganze drumherum. Das Zusammensitzen am Ende noch, das war wieder wunderschön heute. Und ja, summa summarum einfach ein tolles Wochenende. Ich denke, Nina sagt das auch. Ich glaube, sie hat eben gerade schon zwei, drei Minuten gepennt, ist schon eingeschlafen. Sie ist hier ein bisschen verbrannt, denkt immer schön ans Eincremen. Ne? Ja, genau. Beides haben wir heute nicht so wirklich gedacht, deswegen sehen wir entsprechend aus. Aber ja, vielleicht hat euch das Video gefallen. Ich würde mich freuen. Ich möchte euch jetzt auch ein bisschen entlassen mit ein, zwei Aufnahmen, die ich vorhin gemacht habe von Chris Arment und von Alexander Kunek. Das sind Spieler von unserem Herren-Bundesliga-Team. Und da könnt ihr ein bisschen nochmal schauen, was euch vielleicht bei dem nächsten Vlog erwartet. Da werde ich vielleicht das Ganze begleiten in unserer Bundesliga-Saison, die jetzt in 2 Wochen startet. Der ich das erste Spiel nicht teilnehmen kann, aber dann darauf auf jeden Fall am Start bin. Und ja, vielleicht gibt es dann auch einen schönen Vlog wieder wie diesen hier. Und in dem Sinne wünschen Nina und ich euch ein schönes Wochenende. Ist ja schon dann vorbei, wenn ihr das Video sehen könnt. Aber ein schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Euer Martin und Nina.
Bravo.